Ja, hallo liebe Bierfreunde, heute sind wir wieder am Endlerskeller bei der Endlersbräu in Erlangen zu Gast. Zeit hat sich dankenswerterweise wieder der Chef hier, der Vincent Schiller-Engelhardt, genommen. Zum Wohl. Dankeschön, weil dass du uns die Tore aufgemacht hast jetzt, ist ja, ihr seht's, Keller-Ruhepause. Der Anlass ist heute ein sehr guter. Du hast einen Weizenbock gebraut, der es in sich hat und mit dem es was auf sich hat. Ja. Aber kannst du mal selber was dazu sagen? Genau, also was hat es in sich? In sich hat es im Prinzip sind 17,2% Stammwürze. Also hinten raus kommt dann ungefähr 7% Alkohol raus. Ist ein heller Weizenbock mit einem sehr hohen Weizenanteil. Und durch die offene Gärung hat sich dann eine sehr schöne bananige Note auch rausentwickelt, die man ja auch jetzt gut schmeckt. Er ist sehr ausgewogen, auch was den Hopfenanteil angeht. Das ist eine sehr balancierte Geschichte. Es ist eine Single-Hop-Geschichte, also das ist nur ein Hopfen, der quasi im Warmbereich zu den unterschiedlichen Zeiten reingekommen ist. Und das Zusammenspiel vom Hopfen und eben durch diese offene Gärung und, hat eben diesen wunderbaren Bock jetzt ergeben. Insgesamt ist er jetzt 12 Wochen in der Lagerung schon und findet jetzt dann am 16.12. tatsächlich Abnehmer. Sein Abnehmer. Weg zum, richtig, ja. Zum Kunden. Genau, sein Konsumenten. Zum Konsumenten. Ja. Da ist natürlich jetzt aber am 16. was Besonderes natürlich noch. Ja. Letztes Jahr hatten wir es ja schon mal. Nee, vor zwei Jahren tatsächlich. Vor 2021 hatten wir das schon mal. Vor Corona noch. Richtig. Ne? Da ging das. Das Ganze wird gespendet an die Kinderklinik Erlangen wieder. Richtig, das ganz genau. Wieder aufgenommen. Richtig, also normalerweise ist ja jetzt, wie man es auch sieht, Biergarten eher weniger. Jetzt sind wir in unserem Winterschlaf. Thomas hat mich jetzt ein bisschen aufgeweckt. befinden wir uns normal im Winterschlaf. Und 2021 mit der Eröffnung der Brauerei hatten wir eigentlich mit dem ersten Sud geplant, im Dezember ein großes Fest, gebührendes Fest zu feiern. Da hat uns dann Corona damals einen Strich durch die Rechnung gemacht und dann sind wir auf die Idee gekommen, den damals gebrauten hellen Bock untergärig in eine Flasche zu füllen und wollten den dann zu einem guten Zweck quasi spenden. Und da kam uns relativ schnell dann die Kinderklinik in den Sinn, dass das eine gute Sache ist, gerade vor Weihnachten. Da freuen sich die Kinder, die da quasi über Weihnachten noch drin sein müssen, über Geschenke. Da mit dem Erlös werden dann Geschenke gekauft, die dann auf Weihnachten für leuchtende Augen sorgen sollen. Und das kam so gut an. In Summe hatten wir damals knapp 5.000 Euro gesammelt, dass wir jetzt gesagt haben, warum nicht nochmal so eine Aktion machen. Und dieser Weizenbock gerade vor Weihnachten oder zu einer kalten Jahreszeit ist der einfach perfekt. Das ist super, den kann man gern mal irgendwie gemütlich da drinnen oder draußen, wenn es kalt ist, trinken. Ja, und so kam das jetzt zustande, dass wir gesagt haben, wir machen das Ganze nochmal wieder komplett Erlös für die Kinderklinik. Also es ist wirklich so, dass wir nicht irgendwie Produktionskosten abziehen wollen, sondern wir sagen, komplette Summe, die gespendet wird, und das kann jeder für sich selber entscheiden, wie viel er da spenden möchte. Wir haben uns jetzt überlegt, wir geben sie sechs Flaschen pro Person raus und dann soll jeder geben das, was er für richtig hält. Und das kommt dann quasi zu 100% zugunsten der Kinder. Das finde ich dann auch super, kann man ja noch mal rausarbeiten. Also wirklich die ganzen Braukosten, die Energiekosten, das ganze Material, die Flaschen, ja, ne, die genau, Abfüllerei. Richtig. Das ist dann wirklich, also es geht 1:1 an die richtig, Kinderklinik. Genau, ja. Das ist doch allen Lobes wert. Ja, das ist, also, ja, kann man auch mal sagen. Das Ganze gibt es jetzt am Samstag, den 16. November. Also jetzt machen wir das heute schon, dass ihr euch das vormerken könnt. Richtig, genau. Am Samstag, den 16.12., also Dezember, geht es dann los ab 11 Uhr und solange eben der Vorrat reicht. Wir haben jetzt in Summe, glaube ich, sind es knapp noch 14 Hektoliter, die jetzt noch im Tank schlummern. Die werden jetzt am 12.12. abgefüllt. Da habe ich eine tolle Brauerei gefunden, bei der ich auch gelernt habe. Mit der fülle ich das dann zusammen ab. Kann mal das Ganze dann hoch, dann wird das abgefüllt, dann kommt das wieder runter und dann geht es quasi am 16.12. an dem Samstag, geben wir es ab 11 raus. Und beim letzten Mal waren es, glaube ich, knapp 4 Stunden, da war das dann weg, der Sud. Und das peilen wir jetzt wieder an, dass das relativ ist. Ist da noch irgendwas geplant, der Programm eigentlich?
Richtig, der Keller ist zu. Richtig. Genau. Aber wenn einer mal eine Flasche aufmacht, kann man nicht verhindern. Nee, absolut. Nee, das ist ja, wäre auch schön, wenn man so ein bisschen ins Gespräch kommt. Ich glaube, das ist ja dann auch immer das Schöne, dass man sich so sieht. Das nehmen wir jetzt auch als Anlass, unsere Gäste so ein bisschen wieder zu sehen. Haben das auch im Sommer dann oder im September schon kommuniziert, wo wir es gebraut hatten, dass es eben dieses Event geben wird im Dezember. Und so ist man da nicht ein halbes Jahr in der Versenkung, sondern halt nur 2 oder 3 Monate und kann sich dann quasi wieder sprechen und sehen. Und wenn man zusammen mal anstoßen kann, die erste Flasche zusammen öffnet, dann ist das sehr willkommen. Zum Etikett. Ihr seid eine kreative Familie, da kannst du mal sagen, ich habe schon gerade den Spruch mal abfotografiert, sieht er dann auch demnächst. Da habt ihr euch auch Gedanken gemacht, oder wer steckt da immer dahinter? Ja, schon. Das ist unsere Wanda, die dahinter steckt. Das ist die Frau von Xaver, vom Bruder, und die hat Kunst studiert und die macht die ganzen Etiketten und auch das Design, auch das Logo beispielsweise, das ist durch sie entstanden. Also die ganze Grafikarbeit und das Schöne außenrum ist quasi durch ihre Hand oder durch ihre Feder entstanden. Und auch der Spruch dazu, also wir haben uns ja jetzt dann quasi während der Saison, auch die Monatsbiere kriegen ja immer jetzt einen neuen Namen und dazu eine kleine Story, was das so auszeichnet, immer auf eine lustige Art und Weise geschrieben. Und auch beim Justus ist es jetzt, das ist eben der Name jetzt vom Weizenbock Justus, auch dort gibt es wieder so eine tolle Geschichte hinten drauf auf dem Etikett dann. Also das ist, genau. Dann haben wir es in aller Kürze diesmal. Weil es ist kalt. Dann sehen wir uns. Kein Eisbock ist der ganz normale Bock. Nein, aber unten. Wir haben schon jetzt die Feindlichkeit verhindert, dass uns das runterfällt, weil da ist eine dicke Eisschicht drunter unterm Schnee. 16.12. ab 11 Uhr. Ab 11 Uhr. Da sehen wir uns. Wir auch. Und euch danke fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüssi. Ciao.